Unterscheiden Sie Berufsbildung und Berufsspaltung? Nun, wir sollen diese beiden Begriffe voneinander unterscheiden. Wir sehen schon, der Unterschied liegt offensichtlich im zweiten Teil des Wortes, Bildung und Spaltung, denn der erste Teil des Wortes ist gleich, also muss es ja auch hier eine gewisse Schnittmenge geben. Der erste Unterschied ist der, dass Berufsbildung immer der erste Schritt ist. Der erste Schritt ist, ein Beruf bildet sich und Berufsspaltung ist der zweite Schritt. Das ist der erste Unterschied. Also erst kommt die Berufsbildung und dann kommt die Berufsspaltung. Was ist Berufsspaltung? Ja, Berufsbildung, glaube ich, brauche ich nicht zu erklären. Berufsbildung, ein Beruf bildet sich. Wir haben in den letzten Videos gesehen, dass die Arbeitsteilung hier eine erhebliche Rolle spielte. Also vielleicht kann man mal so skizzieren, schematisch. Arbeitsteilung. Zum Beispiel, ein Haus soll gebaut werden und man teilt die Arbeit auf in Planung, die eigentliche Ausführung, die Montage der Heizung, Anlegen des Gartens und so weiter und so weiter. Und aus dieser Arbeitsteilung entstehen dann die Berufe. Das ist der erste Schritt, die Berufsbildung. Oder nehmen wir einen anderen Beruf. Es entsteht der Beruf des Kaufmanns. Zum Beispiel Kaufmann. Und in einem weiteren Schritt, also erstens Berufsbildung, zweitens Berufsspaltung, entsteht eine Spezialisierung. Berufsspaltung ist also eine Spezialisierung innerhalb dieses Berufes. Aus dem Kaufmann wird also im Rahmen der Berufsspaltung dann, jetzt muss ich ein bisschen tricksen, weil ich fast keinen Platz mehr habe, zum Beispiel der Bürokaufmann, der Einzelhandelskaufmann und natürlich Kauffrau. Ja? So könnte man die Unterschiede zwischen Berufsbildung und Berufsspaltung skizzieren. Also es ist vor allem ein zeitlicher Unterschied. Erst die Berufsbildung. Der Beruf des Kaufmanns bildet sich und in einem weiteren Schritt eine Spezialisierung innerhalb dieses Berufes passiert und das nennt man Berufsspaltung. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.